Diesmal beantworten wir die Frage, wie bilde ich chinesische Fragesätze? An sich ist das nicht so schwer. Es gibt drei verschiedene Arten von Fragesätzen und ich habe die hier mal aufgelistet und natürlich auch wieder Beispiele gebracht. Erstes Beispiel, Fragesätze mit Fragepartikel ma. Kennt man, ist eine der ersten Fragepartikeln, die man lernt und in der Regel auch eine, die man wahrscheinlich innerhalb der ersten ein, zwei oder drei Unterrichtsstunden lernt, wenn man Chinesisch, mit Chinesisch lernen anfängt. Beispielsatz ist: Ni jin tian you kong ma? Und wenn man darauf antworten will, hier ist ja das Verb yo, dann sagt man, wenn man Zeit hat, ja, indem man das Verb wiederholt, also yo. Und wenn man keine Zeit hat, dann sagt man, weil man yo ja nicht mit bu, sondern mit mei verneint, meiyo. Also, ni jintian you kong ma? Und wenn du dann sagst, ich habe keine Zeit, dann heißt es meiyo. Okay. Zweiter Beispielsatz wäre: Ni yao chi fan ma? Möchtest du was essen? Jetzt mal als Beispiel die negative Antwort genommen: Bu yao. Also, ich möchte nichts. Nein. Da haben wir ja den Fall, dass wir ein Hilfsverb haben und dann wird das Hilfsverb halt entsprechend genommen, um zu antworten. Im positiven Fall yao und im negativen bu yao. Zweiter möglicher Satz oder zweiter möglicher Fragesatz wäre die sogenannte oder nicht Frage. Die wird nach dem Schema, das ich hier aufgeführt habe, gebaut. Oh, so sieht man es besser. Nämlich das Verb und dann nochmal die Verneinung des Verbes, entweder mit bu oder mit mei. Und ein yo kann man einfügen, muss man aber nicht. Genau, und es kommt auf das Verb an, ob es jetzt ein bu oder ein mei ist. Beispielsatz wäre: Ni zhidao, bu zhidao, zhe bun shu. Also, kennst du dieses Buch oder nicht? Man antwortet da entsprechend auch wieder mit der positiven oder negativen Wiederholung des Verbs. Also, wenn man es kennt, zhidao. Eine Variation ist, dass manchmal zweiteilige Verben nicht ganz ausgesprochen werden oder nicht ganz gesprochen werden, sondern nur der erste Bestandteil. Bei zhidao ist das auch oft der Fall. Dann wäre das ni zhi bu zhidao und so weiter. Ich habe das hier als Variation aufgeführt. Also ta ming bu ming bai zhe ge wenti. Also versteht er diese Frage oder nicht? Ming bai wäre das Verb und hier wird nur der erste Bestandteil bei dem positiven Teil der oder nicht Frage gestellt oder gesprochen. Zweiter Beispielsatz wäre dann Nio Meo Tien, also hast du Geld oder nicht? Und dann antwortet man entsprechend Yo oder Meo. Also habe ich, beziehungsweise habe ich nicht. So, wenn das Verb jetzt einen Aspekt trägt, dann wird mit Meo verneint und es steht hinten. Wie zum Beispiel Ni qu guo Yidali meiyou. Also warst du schon mal in Italien oder nicht? Und entsprechend ist die positive Antwort dann das Verb mit dem Aspektbestandteil, also qu guo. Oder wenn man sagen möchte, ich war noch nicht in Italien, dann antwortet man mit meiyou. Da kommt also dieses hier nicht mehr drinne vor in der Antwort. Und genau, hier hätten wir normalerweise, wenn es keinen Aspekt hätte, dieses oder nicht direkt dahinter stehen. Aber weil es ein Verb mit Aspekt ist, nämlich mit dem Guo, wird das Mayo hinten angestellt. So, auf die Sache mit den Aspekten gehe ich natürlich in einem anderen Video nochmal ein. Kommen wir jetzt aber natürlich erstmal zur nächsten und letzten Kategorie von möglichen Fragesätzen. Das wären nämlich die mit Fragewörtern. Ich habe da verschiedene Beispiele für verschiedene Fragewörter genommen. Die gehen eigentlich alle nach demselben Schema. Es gibt nur eine Ausnahme. Fangen wir mit dem obersten natürlich an. Ta shi shei, also wer ist sie? Und das Fragewort wer steht da an letzter Stelle. Und die Sache ist halt die,
dass das Fragewort an der Stelle im Satz steht, an der in der Antwort auch das entsprechende Element stünde, nachdem gefragt wurde. Also entsprechend der Antwortsatz Ta Shi Li Xiao Jie. Also sie ist Fräulein Li. Nächster Beispielsatz nach demselben Prinzip und selben Schema. Ni Tu Na? Wohin gehst du? Antwort wäre Wo Tu Chao Shi. Also ich gehe in den Supermarkt. Ich habe mich hier mal erdreistet, die entsprechenden Fragewörter und Antwortelemente zu unterstreichen, damit man das besser nachvollziehen kann. Dritter Beispielsatz wäre Lin Xiansheng shi yige zemeyang de ren. Also, was für ein Typ, was für ein Mensch ist der Herr Lin? Antwort: Ta shi yige hen youhao de ren. Also, er ist ein sehr freundlicher Mensch. Halt hier das Fragewort zemeyang, welche Art und Weise oder welche Art, wie beschaffen, welche Qualität. Und das Antwortelement ist dann entsprechend auch ein Adjektiv, nämlich youhao. Und steht, wie das natürlich im positiven Aussagesetzen der Fall ist, mit einem Adverb dabei. So, nächster wäre Ni yong shema da kai yezi. Also, was nimmst du oder womit schlägst du Kokosnüsse auf? Wo yong xiao fu da kai yezi. Ich nehme eine Axt, um Kokosnüsse aufzuschlagen. Ja, weiß ich. Blöder Satz, okay, aber es geht halt nur um das Prinzip, man sieht halt wieder, da wo das Fragewort steht, steht dann auch entsprechend später das Antwortelement. Wie gesagt, es gibt eine Ausnahme und das ist das Fragewort warum. Entweder wei shenme oder wei he. Besprochen und geschrieben findet man, also gesprochen immer und geschrieben meistens findet man wei shenme und wei he findet man manchmal in der Schriftsprache. Warum? Da steht das Antwortelement nämlich nicht mitten in dem Satz drin, mit dem man dann antwortet, sondern es wird durch einen kausalen Nebensatz dann die Antwort auf dieses Fragewort gegeben. Ni wei shenme ma ta? Also weswegen motzt du ihn an oder schimpfst du ihn aus? Und dann wo ma ta? Also, ich schimpfe ihn aus oder ich meckere ihn an. Und dann kommt das Antwortelement als Nebensatz. In way, weil ta yi zhi ma fan wo. Weil er mir die ganze Zeit auf den Geist geht. Wir fassen also zusammen. Es gibt drei Arten von Fragesätzen. Erstens den Fragesatz mit Partikel. Zweitens die oder nicht Frage. Oder drittens den Fragesatz mit Fragewort. Auf einer Satzebene kann nur eine Frageform stehen. Das heißt also, wir können nicht innerhalb eines Teilsatzes oder eines Hauptsatzes oder wie auch immer zwei Frageformen kombinieren. Die Oder-Nicht-Frage mit der Partikel ist falsch. Ein Fragewort mit der Fragepartikel zu kombinieren ist auch falsch. Es geht nur eine der drei Möglichkeiten in einem Satz bzw. in einer Satzebene. Und damit das mit der Satzebene klar wird, habe ich hier nochmal einen Beispielsatz gemacht. Nämlich Ni zhi bu zhi dao. Damit schließe ich das erstmal ab. Das ist die Ebene 1 unseres Satzes. Ist eine Oder-Nicht-Frage, wie man es erkennt. Und der erste Teil, dieses J, ist abgekürzt, weil man das ja mit manchen, aber nicht mit allen Verben machen kann. Also, ni zhi bu zhi dao, weißt du oder nicht? Und dann kommt jetzt auf der zweiten Satzebene, was man denn weiß. Mit dem zhi dao verhält es sich so, dass es ein transitives Verb ist und entsprechend ein Akkusativ-Objekt haben muss. Und dieses Akkusativobjekt bzw. dieses direkte Objekt wird in diesem Satz durch einen weiteren Satz dargestellt.
Und das ist die zweite Ebene des Satzes, weil das nämlich ein untergeordneter Satz ist, also ein dem Hauptsatz hier untergeordneter Satz. Und dieser Satz lautet: Ta shi na ge guojia de ren. Das ist an sich auch ein eigenständiger und vollständiger Hauptsatz, der auch selbstständig stehen kann natürlich. In diesem Fall ist er aber das insgesamt als Satz das Objekt zu zhi bu zhi dao. So, wie wir sehen, haben wir die erste Ebene des Satzes und die trägt eine mögliche Frageform und die zweite Satzebene trägt eine zweite mögliche Frageform, nämlich Nage Guojia de Ren, also ein Mensch aus welchem Land. Weißt du oder weißt du nicht, aus welchem Land er kommt? Und auch wenn es ein Satz ist da drinnen zwei Fragebildungen vorkommen, ist es trotzdem richtig, weil diese Fragebildungen auf unterschiedlichen Ebenen stehen. Also gibt es einen Haken und das ist gut so.